Heute zeige ich dir unsere Einladung zur nächsten Gartenparty mit Schüttelelement. Und kombiniere dafür heute die kunstvollen Lagen mit den tropischen Träumen. Ich bin Susanne von Kreativdesign LKS, heiße dich ganz herzlich willkommen in meiner Welt. Gefällt dir das Video, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal doch direkt hier unter dem Video und jetzt viel Spaß. Unten in der Infobox findest du die Bestellnummern zum Projekt von heute. Da kannst du sie ganz einfach herauskopieren und mir deine Wunschliste zuschicken. Die aktuellen Kataloge zum Stöbern findest du auf meiner Website. Das Set kunstvolle Lagen ist aus dem aktuellen Frühjahr-Sommer-Katalog. Und die tropischen Träume, ja, die wären aktuell so ein bisschen vergessen vielleicht. Denn die sind aus dem Hauptkatalog. Achtung, der gilt nicht mehr lang. Und die tropischen Träume werden auch leider nicht übernommen. Dafür kommen viele neue Sachen. Und ich zeige dir heute meine Variante mit Papaya, einer der aktuellen In-Color-Farben. Später im Video wirst du dann auch noch andere Farbkombinationen sehen. Ich schneide mir erstmal meine Grundkarte zurecht. Den Farbkarton in A4 kürze ich mir auf 29 cm, falze hier bei 14,5. Dann drehe ich das Blatt einmal um 90 Grad und schneide noch einmal bei 10,5 cm das Ganze durch. Und so habe ich jetzt gleich zwei Grundkarten. Ich brauche von den Einladungen auch ein paar mehr. Jetzt schneide ich mir hier noch einen Aufleger zurecht. Der hat die Maße 10 x 14 cm. Jetzt schneide ich mir noch ein Stück vom Klebebogen zurecht. Ein bisschen kleiner als die Grundkarte ist. Das mache ich so Pi mal Daumen. Das ist ein doppelseitiger Klebebogen, deswegen lege ich das definitiv nicht in meinen Papierschneider, denn ich möchte mir nicht meine Klinge versauen, indem da irgendwelche Reste hängen bleiben. Dafür nutze ich auch nicht meine gute Papierschere, sondern meine 0815 Allzweckschere. Mein Stück hier ist sogar ein bisschen zu groß geraten, das hätte man auch noch mal ein bisschen kleiner machen können, denn das Ganze muss lediglich hinter den Teil geklebt werden, wo das Schüttelelement ist. Es geht auch ohne, aber das hier erleichtert uns dann gleich die weitere Arbeit wirklich ungemein. In der gleichen Größe schneide ich mir jetzt noch die Klarsichtfolie zurecht. Dazu lege ich hier einmal meinen doppelseitigen Klebebogen auf und schneide mir ein Stück raus. Auf einer Seite hat er hier so eine Unterbrechung drin. Die ist ganz praktisch, denn man kann man das ganz einfach abziehen. Und dann klebe ich mir das auf die Rückseite von diesem Aufleger. Und zwar an die Stelle, wo eben dann später auch das Schüttelelement sitzt. Also meins sitzt ziemlich groß, da brauche ich jetzt nie aufpassen. Aber wenn du es schmaler wählen solltest, dann musst du da ein bisschen hinschauen. Jetzt nehme ich mir hier einmal die Monsterer aus den kunstvollen Lagen und stanze mir das Blatt aus. Bevor ich das zweite ausstanze, schaue ich nochmal, ja, wie es so ungefähr passt. Denn hier in die Mitte soll ja dann noch die Blüte, dass sich das alles so ein bisschen überlappt, ohne dass es verschwindet, aber auch nicht zu weit weg ist. Dann das Filigrane nehme ich mir jetzt hier noch auseinander, denn das brauche ich noch, ja, nicht wegschmeißen. Den Aufleger präge ich mir einmal mit der Form Textil mit Stil. Das gibt nochmal einen ganz besonderen Look. Also ich weiß gar nicht, warum ich so lange gebraucht habe, bis ich mir die Prägeform zugelegt habe. Aber ja, manchmal ist es so. Besser spät als nie. Dann möchte ich mich jetzt um die Blüten kümmern. Ich habe hier einmal den Farbkarton in Seidenglanz. Ja, leider kann man das sehr schlecht sehen. Der glitzert so ein klein wenig. Und auf dem kann man wunderbar kolorieren. Du wirst es gleich sehen, ich nutze dafür die Stempelfarbe. Und damit mir das mit der Kontur nicht verschwimmt, stempel ich mir den Hibiskus einmal mit Stayson ab. Und ich nutze dafür sehr gern die braune Stayson-Tinte. Das ist nicht so hart wie die schwarze. Lass das kurz antrocknen. In der Zwischenzeit mache ich meinen Stempel sauber, denn bei Stayson, da beeile ich mich immer so ein bisschen, dass es wieder runterkommt.
Nimm dafür den speziellen Reiniger, eben fürs Days und Tinten. Gib da ein bisschen was drauf, lass das kurz einwirken. Dann nehme ich mir hier meine Schrubberkiste auf die eine Seite. Etwas Reinigungsflüssigkeit, Stempel drüber schrubbern und nochmal trocknen. Jetzt bereite ich mir noch alles zum Kolorieren vor. Da haben wir hier die drei Wassertankpinsel. Einmal einen mit einer schmaleren Pinselspitze. Dann hier nochmal einen mit einer etwas dickeren Spritze, um eben auch größere Flächen zu machen. Und hier so ein ganz breiter, da kann man wunderbar einfach schöne Streifen aufs Papier bringen, sich ganz schnell einen tollen Hintergrund schaffen. Ich nutze heute den mit der schmalen Pinselspitze, gebe mir etwas Papaya auf meinen Acrylblock. Kannst du natürlich auch einfach den Nachfüller nehmen. Ich habe hier schon ein bisschen Wasser drin und dann steht hier an zwei Stellen Push, aber das kann man auch daneben drücken. Es funktioniert genauso, also man muss jetzt nicht genau diese Stellen erwischen. Dann gebe ich mir jetzt hier Wasser auf die Spitze, indem ich da eben drauf drücke. Das sieht man dann auch, dass sich da unten so richtig ein Tropfen bildet. Und dann befeuchte ich mir jetzt erstmal ein Blütenblatt. Einfach nur mit Wasser, da habe ich jetzt gar keine Farbe am Anfang drauf. Und dann nehme ich mir ein bisschen Farbe vom Acrylblock. Gehe da immer von der Mitte aus, denn da möchte ich die meiste Farbe haben und verblendet es so ein bisschen nach außen. Da ich eben zuerst immer ein bisschen Wasser auftrage, verschwimmt es dann sehr schön. Es gibt keine harten Kanten und mit Papaya wird es natürlich sehr dezent. Ich habe auch Einladungen in Wassermelone gemacht. Die sind dann halt ein bisschen farbenfroher. Hier habe ich noch eine Kiste von irgendeiner alten Beauty-Box. Die nehme ich mir ganz gern her, wenn ich hier solche Spritzer mache, denn dann versaue ich mir nicht den ganzen Arbeitsbereich. Mein Wassertankpinsel hat jetzt sehr wenig Wasser vorne in der Spitze, also er ist nur noch ganz leicht feucht. Jetzt nehme ich viel Farbe auf und sprenkelt das hier einmal aufs Papier. Da hilft es auch manchmal irgendwo dagegen zu schlagen, sonst habe ich sehr gern mein Falzbein dafür genommen. Jetzt habe ich aber letztens festgestellt, dass mir ein Stift auch mal kaputt gegangen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, aber ja. Dann bin ich ein bisschen davon abgegangen. Und dann setze ich mir die Klarsichtfolie hier einmal hinten drauf. Dazu ziehe ich die Schutzfolie von diesem doppelseitigen Klebebogen ab. Sollte die Klarsichtfolie mal ein bisschen verschmiert sein, sich irgendwelche Fusseln drauf abgesetzt haben, dann nehme ich dafür gern ein Brillenputztuch und mache das Ganze nochmal sauber. Jetzt habe ich hier noch diese dicken Klebestreifen, um eben zwischen Grundkarte und diesem Aufleger hier Abstand zu kriegen, damit eben dann das Schüttelelement auch Platz genug bietet, damit das Ganze, was da drin ist, dann auch herumrutschen kann. Gebe ich einmal ringsherum auf die Karte drauf und hier in der Mitte auch nochmal was. Darauf achten, da wo dann gleich das ganze Schüttelzeug reinkommt, das muss gut zu den Seiten verschlossen werden, denn sonst haut uns das ab. Also gebe ich hier unten, wo noch ein kleines Loch ist, einfach daneben nochmal so ein Reststück. Dann habe ich mir hier aus Farngrün so ein paar kleine Blätter ausgestanzt und noch einen ganzen Haufen von solchen Auffädelperlen gefunden. Die habe ich schon eine gefühlte Ewigkeit in der Schublade. Und das ist doch jetzt mal eine gute Gelegenheit, um die aufzubrauchen. Wenn du da nichts bei dir rumliegen hast, was du endlich auch mal loswerden möchtest, dann kannst du ja zum Beispiel auch Pailletten benutzen. Und ich gebe mir das immer erst einmal hier in die Fächer rein, damit ich ungefähr weiß, wie viel. Ich kann das sonst einfach nicht abschätzen. Und dann muss ich das auf die Grundkarte rüberschubsen, schiebe das so ein bisschen zusammen. Und was habe ich vergessen? Die filigranen Details von der Monstera wieder einzusetzen. Es wäre jetzt ein bisschen besser gewesen, wenn hinten noch nicht diese Schaumstoffstreifen drauf gewesen wären, aber mein. Jetzt ist es so und es geht auch jetzt noch. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen, dass man das jetzt nicht zu sehr datcht. Und mir gefällt der Look sehr gut, denn den Hintergrund hatte ich ja vorhin geprägt und noch ein bisschen besprenkelt. Und die Details von der Monstera, die sind ja glatt weiß. Damit hebt sich das noch mal ein bisschen deutlicher hervor und trotzdem sieht man noch genug von dem Schüttelelement.
dass sich das Ganze gut dahin legt, wo es hingehört. Dann nehme ich mir hier meinen Aufhebhelfer zur Hand. Der hat an der einen Seite so eine Spitze. Jetzt ziehe ich mir die ganzen Schutzfolien ab und klebe das einmal auf die Grundkarte. Drückt es ein bisschen fest. Und jetzt geht es an den Spruch, Einladung zur Party. Der ist eben aus den tropischen Träumen, wie gesagt, fliegt aus dem nächsten Katalog raus. Also beeil dich, wenn du den noch brauchst. Aber vielleicht hast du den Spruch ja auch in irgendeinem anderen Set drin. Vielleicht dann in einem anderen Stil. Aber so ist ja eben jede Karte von uns anders. Und genau das ist ja das Schöne an unserem Hobby. Ich habe hier einmal einen Reststreifen schwarzen Farbkarton. Auf den Stempel gebe ich mir Würsermark. Das ist eben diese spezielle Klebetinte zum Embossen. Gebe mir das weiße Pulver drauf. Ich mache das immer obligatorisch zweimal. Klopf dann hinten ein bisschen drauf, damit das, was nicht drauf gehört, eben auch wieder runterrutscht. Und dann wird das Ganze einmal geföhnt. Mein Embossing-Föhn ist immer gut vorgewärmt. Also nicht einfach anschalten und loslegen, sondern ich lasse den kurz laufen und erst dann gehe ich aufs Projekt. Da sieht man richtig gut, wie das Ganze schmilzt. Und nicht zu lang drüber gehen, denn es kann auch verbrennen. Auch das ist mir schon passiert. Jetzt würde der schwarze Streif natürlich ganz schön hart auf der doch sehr dezent gehaltenen Karte ausschauen, also was die Farben betrifft. Den schneide ich mir jetzt aber hier einmal per Hand etwas aus. Da gehe ich einfach die Konturen entlang, lasse noch einen kleinen schwarzen Rand. Ganz wichtig, nicht die Schere dreht sich, sondern das Papier. Das bedarf ein bisschen Übung. Ich bin da auch nicht perfekt und muss da hier und da immer noch mal ein bisschen nacharbeiten. Und jetzt ist ja gar nicht mehr so viel Schwarz übrig und das Ergebnis ist doch wirklich sehr hübsch geworden. Meine Blüte ist in der Zwischenzeit gut getrocknet. Ich habe mir das hier mal grob ausgeschnitten, lege mir die Stanzform zurecht und dass mir die jetzt wirklich hier nicht abhaut, wenn ich das einmal durchkurbel, nehme ich mir einen Post-it und der hält das Ganze einmal fest. Es geht auch mit Washi-Tape, bloß da immer ein bisschen drauf achten. Es darf jetzt nicht zu viel Klebekraft haben, da muss man immer ein bisschen runternehmen. Den Blütenstempel färbe ich mir jetzt noch in Osterglocke ein. Dazu nehme ich schnell meinen Write Marker, das weiße Band mit dem Franzenrand. Da schneide ich mir hier so ein kurzes Stück einmal zurecht. Die eine Seite schräge ich mir an und gebe da auf die Rückseite doppelseitiges Klebeband. Das ist manchmal ein bisschen fummelig, die Schutzfolie abzuziehen, weil das klebt jetzt nicht so bombenfest wie auf dem Papier. Aber mit ein bisschen Geduld geht's schon. Dass ich das jetzt gerade auflege, da nehme ich mir wieder meine Unterlage zu Hilfe. Also ich kann es gar nicht oft genug betonen. Meine Schneideunterlage mit dem Raster hier, das ist nicht nur fürs Nähen praktisch, das ist auch für alles andere am Basteln praktisch. Auf die Blüte gebe ich hinten drauf Dimension Nails, damit das Ganze noch mal ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Schau genau, wo ich es positioniere. Rück mir das Ganze ein bisschen zurecht und drückt es dann einmal an. Der Spruch soll dann jetzt so ein bisschen über der Blüte sein und aber auch ein bisschen auf dem Band. An der Stelle, wo es nicht auf der Blüte ist, brauche ich dann auch ein Abstandspad. Ich habe hier einmal die schwarzen und da schneide ich mir aus dem Rand einen schmalen Streifen raus, weil mehr Platz ist da einfach nicht. Und den Rand schmeiße ich natürlich nicht weg, den nutze ich genauso. Der Teil, der dann auf der Blüte festklebt, da gebe ich jetzt nicht nochmal Pads drauf, denn das wäre definitiv zu viel. Hier kommt ein bisschen Flüssigkleber drauf. Und zum Schluss gebe ich noch ein paar Akzente auf die Karte. Ich habe hier die fabelhaften Funkelsteine. Und so schaut meine Idee für eine Einladung zur Party aus. Bastelst du das Ganze nach, dann schick mir doch ein Foto oder nutze in den sozialen Medien den Hashtag KreativdesignLKS. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ciao, deine LKS.